Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir Herz und Seelentarot. Ich bin Chrissy und schön, dass du auf mein Video geklickt hast. Schön, dass du heute auf diese Tagesbotschaft geklickt hast. Du siehst bereits, ich möchte heute mit dem Lichtarbeit Sabrina Roll Linnemore Kartendeck eine Tagesbotschaft für uns heute machen. Dazu möchte ich einmal noch kurz ankündigen, heute ist der 17. Und wer noch dabei sein möchte, heute ist noch die letzte Möglichkeit, sich für das Vollmondritual morgen, den 18.03.2022 natürlich, bei mir anzumelden. Also, wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt siehst, dann ist natürlich auch die Möglichkeit für das nächste Neumond- oder Vollmondritual, sich bei mir zu melden. Aber wer jetzt noch bei diesem Vollmondritual morgen mit dabei sein möchte, der kontaktiert mich am besten per E-Mail oder gerne auch per WhatsApp. Alle Infos zu mir findest du auch in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, dann fange ich jetzt einfach mal an mit einer Tagesbotschaft. Eine kleine Botschaft für den heutigen Tag. Was ist wichtig? Der Turm. Der Turm steht für den Rückzug, für Trennungen, vielleicht aber auch für Isolation. Isolation kommt mir hier vor allem in den Sinn, weil hier viele Sorgen und Unklarheiten sind. Hier ist sogar auch ein Zeitimpuls, 6 Tage, 6 Wochen, 6 Monate. Vielleicht geht hier schon eine Zeit der Unklarheit 6 Monate lang oder 6 Wochen lang. Diese Phase darf jetzt aber vorbeigehen. Diese Phase ist jetzt wichtig, damit man hier ein neues Zuhause findet, damit man ein neues Fundament in sich selbst findet. Mit dem Haus haben wir hier die Chance, ja, definitiv Bestätigung, Rückzug zu Hause. Man zieht sich etwas zurück, du ziehst dich heute etwas zurück, hast nicht, ja, das bekomme ich bei vielen. Viele haben nicht wirklich Lust, irgendwie rauszugehen, sich mit Leuten zu unterhalten. Obwohl natürlich super Wetter ist, das ist schon klar, aber vielleicht, okay, vielleicht geht der ein oder andere in den Garten. Aber wirklich viel Begegnungen mit anderen sehe ich jetzt hier nicht. Aber diese Phase der eigenen Innenkehr, so kann man es, glaube ich, am besten sagen, diese Phase der eigenen Innenkehr ist besonders wichtig, damit für dich ein Wandel kommt. Ich möchte eine Karte jetzt noch. Eine letzte Karte. Okay, der Fuchs. Der Fuchs hat sich mir tatsächlich eben schon mal zwischendurch an der Unterseite gezeigt. Der Fuchs steht für Lüge, Betrug, aber vielleicht auch für List und Strategie. Ich sehe jetzt nicht nur direkt eine Falschheit hier mit dem Fuchs, eher das ganze Misstrauen, die Unklarheiten, was da jetzt wirklich los ist. Das könnte ja auch in einer beruflichen Angelegenheit sein, in einer Stabilitätsangelegenheit, also auch was materielle Dinge betrifft, vielleicht auch mit deinem Herzmensch, die Stabilität und Verankerung mit deinem Herzmensch. Da ist es jetzt wichtig, dass du dich zurückziehst, dass du in die Innenschau gehst. Jemand geht hier in dieser Verbindung auf jeden Fall in die Innenschau, hält sich etwas zurück, geht eher in die Privatsphäre, um die ganzen Sorgen und Unklarheiten mit sich selbst auszumachen, um dann aber auch wieder Erfolg hereinzubringen. Dadurch kommt sozusagen ein Wandel. Dieser strategische Rückzug von dir ist nötig, damit du die Innenschau erhältst, damit du den inneren Wandel erhältst. Zum Abschluss schauen wir auch noch mal ganz kurz, das möchte ich auch noch mal mit den Orakel-Tarotkarten nachschauen. So, Moment, ich hole erstmal alle Karten hier raus. So, hier ist das Kartendeck und das sind die Karten vom Angelina Schulze Verlag. Alle Infos auch hier unter dieser Webseite zu finden. Und das Ganze ist das Kartendeck. Das sind die Tarotkarten Art Design Osorio für Anfänger. Genau. Also damit möchte ich jetzt auch noch mal eine Botschaft haben. Oh, spannend. Hier ist dieser Rückzug wichtig, weil hier noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Der Bube der Münzen steht für das vorsichtige Vorwärtsgehen, zuverlässig, aber gutmütig vor allem auch.
Es ist ein wichtiger Impuls für dich, eine gute Gelegenheit. Sehe das also, diesen Rückzug als gute Gelegenheit für dich, damit du etwas Neues erreichen kannst. Und wenn wir mal die Botschaften auf dieser Karte noch erkennen, um sich abzusichern, um Stabilität zu bekommen. Genau das habe ich gesagt, aber hier ist jetzt auch noch der Wagen gefallen. Unternehmungslust, es kommt Bewegung rein, die Richtung bestimmen, neue Verbindung. Das heißt, auch nach einer Trennung, auch nach einer Trennungsphase kommt hier wieder mehr Bewegung. Du darfst zuversichtlich und mutig deinen Weg vorwärts gehen und neue Ziele finden. Hier wird bald ein Umzug, ein innerer Umzug zur Innenschau stattfinden. Aber auch eine Reise, ein Fortschritt ist wichtig. Diese Unternehmung ist wichtig, das bekomme ich vor allem rein. Damit man mit sich selbst in die Balance kommt, damit man selber wieder die Stabilität findet und dann auch hier den Erfolg und den glücklichen Wandel hereinbringt. Also hab das Vertrauen. Hier ist noch ein bisschen Misstrauen an der Seite, aber es geht hier nach und nach heraus. Aber auch wenn hier noch Sorgen und Unklarheiten sind, die Sonne als großer Glücksbringer bringt hier auf jeden Fall eine positive Energie und natürlich dann auch den Erfolg. Also es kommt alles ins Gleichgewicht und dazu ist auch diese Zeit der Innenschau, der inneren Isolation bzw. Rückkehr ist nötig, damit man für sich selbst, aber auch in einer Verbindung, die sich ja hier auch gezeigt hat, diese Seelenreise weitergeht. Schaut mal, da seid ihr sogar. Ja, damit diese Reise weitergeht in einer Verbindung, ist diese Zeit nötig. Wenn eine lange Zeit der Unklarheiten da war, kommt jetzt der Wandel. Meine Lieben, mit dieser Botschaft alles Liebe an dich und bis zum nächsten Video.